Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Vlog. Hier in Köln sind wir bereits mitten in der sogenannten fünften Jahreszeit, die für viele Kölner die schönste Zeit im Jahr ist. Da lohnt es sich doch, das diesjährige Motto einmal thematisch aufzugreifen, das dazu anhält, einmal alles auf den Kopf zu stellen, in ganz neue Rollen zu schlüpfen und vielleicht sogar alte Gewohnheiten abzulegen und ganz neue Wege zu gehen. Wie schön es wäre, wenn man diese Unbefangenheit auch nach Aschermittwoch in den Arbeitsalltag integrieren könnte. Bestimmt hat unser heutiger Gast Markus Walport da ein paar Tipps für uns, wie das funktionieren könnte. Herr Walport eroberte einst als Kinderprinz die Karnevalsbühnen in der Stadt und ist auch heute als Präsident der Bürgergarde Blau-Gold nicht mehr von dort wegzudenken. Neben dem Karnevalsgeschäft hat Herr Walport vor einigen Jahren die Kölner Eventwerkstatt gegründet. Herr Walport, Sie sind wie einst schon Ihr Vater Präsident der Bürgergarde Blau-Gold, einer der neuen Traditionschors hier im Kölner Karneval. Gerade mich als neue Kölnerin interessiert natürlich, wie unterscheidet sich Ihre Bürgergarde von so vielen anderen hier in Köln? Wodurch zeichnet sie sich aus? Wodurch zeichnet sich die Bürgergarde aus? Also wir sind ein sehr, sehr junges Chor. Wir haben viele junge Mitglieder. Bei uns auf der Homepage steht auch das erfrischendste Kölner Traditionschor. Mhm. Deswegen auch viel Jugend dabei. Wir haben damals vor 25 Jahren eine Jugendveranstaltung gegründet, waren einer der ersten Chors. Der Weibertanz in der Halle Tor 2. Mhm. Und das hat sich irgendwie all die Jahre mit durchgezogen. Deswegen haben wir viele, viele junge Leute bei uns. Und ja, Junge ziehen Junge nach. Mhm. Ja. Also als Präsident sind Sie jetzt gerade in der Karnevalszeit auf vielen Veranstaltungen und Sitzungen präsent. Welche Tätigkeiten gehören denn zu der Position dazu? Und wie vereinen Sie all Ihre karnevalistischen Termine mit Ihrer hauptberuflichen Tätigkeit als Eventmanager? Also ich bin jetzt 48 Jahre im Karneval. Mhm. Ich kann nichts anderes sagen, die Leute immer. Deswegen, also die Eventwerkstatt und der Kölner Karneval ist schon eng miteinander verbunden. Ich repräsentiere die Bürgergarde auf verschiedenen Veranstaltungen von anderen Gesellschaften. Ich mache so gut wie es geht alle Auftritte mit. Ich bin ja auch noch Kommandant bei der Bürgergarde. Ja. Dies ist aber sehr schön. Also dies ist wirklich, ja, ich sag mal, ein Hobby. Es macht sehr, sehr viel Spaß, bei den Auftritten mitzugehen. Dann geht man natürlich auch im Jahr zu anderen Gesellschaften, Sommerfeste, Jubiläen, zu Geburtstagen von anderen Präsidenten, zu Hochzeiten, wenn sie mal heiraten. Wie gesagt, man ist das ganze Jahr über unterwegs. Organisieren tue ich keine andere Sitzung für andere Gesellschaften und ich leite auch keine andere Sitzung, sondern ich bin wirklich nur bei uns dann tätig auf den eigenen Sitzungen. Treu der Bürgergarde Blau-Gold. Genau, richtig, ja. Das diesjährige Motto heißt ja, man stelle alles auf den Kopf. Ja. Wie verstehen Sie das Motto? Ist das vielleicht eine Aufforderung, mal was ganz Neues zu versuchen, aus alten Gewohnheiten auszubrechen? Also in der fünften Jahreszeit generell, also Karnevalszeit, wird ja alles auf den Kopf gestellt. Da feiert der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer, da feiert jung und alt, arm und reich, da wird zusammen getanzt, gesungen, gelacht. Im beruflichen Alltag oder bezogen jetzt auf die Bürgergarde fühlen wir uns nicht so angesprochen. Wir stellen jedes Jahr alles auf den Kopf, gehen auch schon seit Jahrzehnten neue Wege. Deswegen spricht uns dieses Motto jetzt nichts an. Dass wir natürlich im Alltag, im Ablauf der Bürotätigkeit und so weiter und so fort jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag was auf den Kopf stellen, ist klar, und neue Wege gehen wollen. Gehört auch mit dazu. Genau, ne? Gehört mit dazu. Sie haben es gerade schon gesagt, in der fünften Jahreszeit werden bekanntlicherweise Grenzen aufgehoben, gesellschaftliche Unterschiede verschwimmen. Mit der Kostümierung schlüpft der Jack in ganz neue Rollen. Der Azubi wird zum Superman und der Vorstandschef zum verkleideten Bauarbeiter. Eigentlich ja auch die perfekte Gelegenheit, auf Augenhöhe berufliche Kontakte zu knüpfen und sein Netzwerk zu erweitern. Was meinen Sie, wie sehr eignet sich der Karneval auch zum beruflichen Networking? Also Karneval und Networking ist mir neu. Nein, Spaß beiseite. Es gibt ja auch den sogenannten Kölschen Klüngel. In ungezwungener Atmosphäre, wenn man feiert, Networking, berufliches Networking zu betreiben, ist natürlich sehr schön. Aber das ist im privaten Leben genauso. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn mein Freund Dachdecker ist und ich muss das Dach gedeckt haben, dann gehe ich eher zu dem und hole bei ihm als erstes mal ein Angebot rein. Mhm. Und wie gesagt, das ist überall so. Also wie gesagt, der Kölsche Klüngel, der lebt schon und man kann schon viele Geschäfte machen. Und wer sagt, das ist nicht so, der lügt. Ja. Ja, weil hier in Köln gibt es ja neben dem deutschen Grundgesetz auch noch das Kölsche Grundgesetz. Welche Paragraphen lassen sich denn aus Ihrer Sicht besonders gut in den Berufsalltag integrieren? Es lassen sich alle Paragraphen integrieren. Ich habe sie auch mit. Ich lese ihn auch gerne einmal vor. Es ist, wie es ist, bedeutet, sieh den Tatsachen ins Auge. Es kütt, wie es kütt, habe keine Angst vor der Zukunft.
Et hätt noch immer Joti Jange, lerne aus der Vergangenheit. Wat fort ist fort, jammere den Dingen nicht nach. Mhm. Et blief nix wie et war, sei offen für Neuerungen. Kenne man nit, bruche man nit, fort damit, sei kritisch, wenn Neuerungen überhand nehmen. Wat willst du mache, füge dich deinem Schicksal. Maret Jod, er war nit zu oft, acht auf deine Gesundheit. Wat soll der Quatsch? Stelle immer die Universalfrage. Bringst du eine mit, komme dem Gebot der Gastfreundschaft nach und, da lass du dich kaputt, bewahre dir eine gesunde Einstellung zum Humor. Herr Walford, dann wünsche ich Ihnen in dem Sinne schöne Karnevalstage, viel Erfolg, auch für Rosenmontag natürlich, für den Karnevalszug. Und ja, freue mich, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben heute. Vielen Dank. Ich möchte Ihnen aber noch den diesjährigen Sessionsorden der Bürgergarde überreichen. Mensch. Das Tanzpack kann man drehen, also man kann es auf den Kopf stellen. Wie gesagt, können Sie dann auch immer so ein bisschen dran spielen. Ja. Das stelle ich dir mal auf den Kopf. Ich stelle das alles auf den Kopf. Ja, natürlich okay, auch mit dem Küsschen, wie sich das gehört. Ach so. Alles klar.